Ja, hallo, ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klein Coaching und Consulting Services hier aus München. Heute geht es um das Thema Kaltakquise und der E-Mail-Follow-up, also der Follow-up nach dem Gespräch. Also ich bin jetzt quasi durchgeleitet worden, ich habe meinen Entscheider erreicht, habe ein erfolgreiches Gespräch gehabt etc. pp. Und jetzt wird eine Informations-E-Mail verlangt und diese möchte ich jetzt gerne an den Entscheider versenden. Und hier folgenden Tipp bzw. Fehlerquelle, die ich immer wieder in meiner Laufbahn in den letzten 10 bis 20 Jahren gesehen habe, die verkehrt gemacht wird, gerne in Callcentern, wo eine E-Mail erstellt wird, die sozusagen perfekt ist, ja, also gecheckt und abgenommen vom Kooperationspartner etc. pp. Und diese wird letztendlich immer gleich in gleicher Form weggeschickt, ja. Also sprich, hier wird Automatisierung mit eingebaut, was auch schön und gut ist und hat auch seine Vorteile und so weiter. Nur muss man hier eben sehr stark aufpassen, wann automatisiert werden darf oder sollte und wann eben nicht, ja. Und das heißt, hier wird gerne der Fehler gemacht, dass ich diese automatisierte, dieses Template, ja, diese automatisierte E-Mail auch dann verschicke, wenn ich, nachdem ich den Entscheider erreicht habe. Ja, und das ist der große Fehler von den Agents, weil sie auch nicht dran denken oder besser wissen und einfach immer nur diese eine oder sogar die Auflage haben, immer nur diese eine E-Mail zu verschicken. Ja. Und manchmal sogar per Arbeitsanweisung dazu verpflichtet sind. Und das ist, kann kontraproduktiv sein. Ja. Denn ein E-Mail-Template hat dann seinen Nutzen und seinen Zweck, wenn ich das automatisiert versenden kann aus einem performanten CRM, kann man das heute super mit zwei Mausklicks machen. Wenn ich den Entscheider nicht erreichen konnte, ja, Achtung, das ist super wichtig, ja, wenn ich den Entscheider nicht erreichen konnte oder eine Sekretärin oder eine Empfang oder mir jemand sagt, schicken Sie das bitte an diese oder jene Person oder ich leite es gerne weiter oder schicken Sie es auf die info@.com.de oder irgendwas. Ja. Das heißt, egal welche Variante, wenn ich den Entscheider nicht erreichen konnte und es hat kein ausführliches Gespräch stattgefunden mit dem Entscheider, dann nutze ich dieses Template. Hat aber das Entscheidergespräch stattgefunden, muss ich natürlich meine E-Mail, meine Info-E-Mail auf dieses Entscheidergespräch anpassen, das heißt individualisieren. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem 5 Minuten lang gesprochen habe, konkretes Beispiel, und ihn interessiert nur ein Punkt aus meinem Portfolio mit 10 oder 12 Produkten, dann darf ich ihm auf gar keinen Fall, ja, dieses riesige Template, diese E-Mails mit 10 Produkten schicken. Ja, das wird ihn unter Umständen sogar so weit, also ein Turn-off geben, ja, dass er sich bei dir überhaupt nicht mehr meldet, beziehungsweise von dir nichts mehr wissen will. Ja. Also diese habe ich schon auch erlebt. Ja. Weil der sich ja auch ein bisschen, komisch vorkommt, ja, wenn du mit ihm 5 Stunden lang, also 5 Minuten lang sprichst, ja, als Agent und du ganz konkret einen Bedarf, ja, einen Punkt herausarbeitest aus dem gesamten Portfolio, einen Schmerzpunkt, ja, und auf das du genau dieses Matching machst, ja, hier verlinke ich euch nochmal das Video Matching, Kaltakquise, Definition, was ist überhaupt Kaltakquise etc., Bedarfsanalyse, und du hast das alles super durchgearbeitet, ja, und alles, hast einen Top-Job gemacht, einen super Job, ja, und schickst ihm dann wieder eine E-Mail mit den kompletten 12 Produkten, ja, die dein Kooperationspartner anbietet, ja. Völliger Unfug, ja, aber es wird praktiziert und es wird sogar per Arbeitsanweisung in einigen, habe ich schon mal miterlebt, ja, sozusagen, um das Ganze zu vereinfachen, zu automatisieren, besonders in sehr großen Teams, ja, mit 20, 30 Leuten. Und und das ist eben hier eine starke Fehlerquelle, da wo man ein bisschen an einer Schraube drehen kann und das Ganze individueller gestalten. Und ja, nochmal eine ganze
schöne Ecke an Performance herausholen kann. Ja. Das war es mal wieder heute für dieses ganz konkrete Thema, die E-Mail-Follow-up in der Kaltakquise. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Video kommt bestimmt. Euer Thomas Klein und tschüss. Viel Erfolg. Happy Hunting.